Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Face to Face im Episode 3 heute. Wer die ersten beiden Episoden verpasst hat, kann gerne hier oben einmal reingucken und sich eine sagenhafte Transformation angucken, wie wir von Folge zu Folge immer schissiger werden. So, heute Episode 3. Wir sind ein 18-jähriger Noah, der auf das Carstenhaus aufpasst, aber wir wissen natürlich nicht, was uns passiert. Ob wir das Ganze überleben, hängt von unseren Entscheidungen ab. Wir gehen rein. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Lasst gern ein Like da, wenn ja. So. Carstenhaus. September 24. Mein Name ist Noah. Ich bin ein... Habe ich 18 gesagt? Ich bin ein 28 Jahre alter Mann aus dem Mittleren Westen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das schreibe, aber ich hoffe, meine Geschichte kann eine Lehre sein. Es ist mir passiert, als ich 18 war. Aber ich erinnere mich an diesen Vorfall, als wäre es gestern passiert. Dieses Trauma hat einen großen Teil meines Lebens beeinträchtigt. Zunächst ein wenig Hintergrundwissen. Mein Vater war ein Makler und befreundete sich auch immer mit seinen Kunden. Eines Tages kam er nach Hause und bot mir einen kleinen Job für das Wochenende an. Ein älterer Kunde von ihm ging für ein paar Tage weg und brauchte jemanden, dem er sein Haus über diese Zeit anvertrauen konnte. Der Mann war der Betriebsleiter eines lokalen Medienunternehmens. Dad hat mir gesagt, der Mann würde mir $100 zahlen, wenn ich einfach nur auf das Haus aufpasse und ein paar normale Hausarbeiten erledige. Ich habe das Angebot angenommen, da ich am Wochenende sowieso nichts vorhatte. Zudem dachte ich, dass ich die Zeit nutzen könnte, um noch ein paar Sachen für die Schule zu machen. Außerdem war ich nicht wählerisch, was die Quelle meines Taschengeldes anging. Mein Dad fuhr mich zu dem Haus. Schnucklig, die Hütte. Bin hier ein bisschen eingebaut. Okay, wir sind in der Wäscherei. Oh, heiß. Entschuldigung. Leicht trockenen Mund. So. Wir sind in einer Wäscherei. Ich denke mal, auf die müssen wir nicht aufpassen. Hiermit können wir nicht interagieren. Wird uns aber angezeigt, ne? So, no running, no pets, no overloading machines, no smoking, we are not responsible. Ein Geisterorb. Geisterorbs. Oder Staub. Vom Wäschetrockner. Das Fliesensuppe. Fliesensup. Das Flusensieb. Einmal ordentlich ausgeschüttelt hier im Raum. Also Fliesensup. Oh, Entschuldigung, er muss nicht. Okay, ich kann hier nichts machen. Irgendeine Maschine, die wir noch. Wir sind ja in der Wäscherei. Hier nicht. Ja, no smoking, das haben wir ja schon gelesen. Arbeitssicherheitsunterweisung. Ja, immer gut lesbar ausgehangen. Aha, single, double, triple. Oh, guck mal, hier ist ein Auto. Zu verkaufen. Kombi. Ah, ich brauche einen neuen. Ist ja praktisch. Telefonnummer dabei? Nee. Okay, wir dürfen in den Keller gehen. Kleinen Moment, ich muss die Katze ausschmeißen. So. Notice, employees only. Und hier ist auch das Rauchen verboten. Irgendwer hat uns eingesperrt. Wir waren noch alleine. Okay. Kann man da... Können wir da jemanden durchsehen hier? Nee. Ja gut, wir gehen mal weiter. Bin ich in so einer Art Traumwelt gefangen? Okay, die Tür können wir auf und zu machen. Okay, wir können die ganzen
Maschinen öffnen, schließen. Aber da ist ja nichts drinne. Oh Gott. Schiff zum Sprinten? Warum muss ich? Bin ich gezwungen? Die Musik ist chillig auf jeden Fall, ne? Ich hab die ganze Zeit Angst, dass ich hier verfolgt werde. Ein paar Fliegen. Weil der gesagt hat, Schiff zum Sprinten. Ist das jetzt nur, damit ich den Flur länger oder schneller ablaufe, oder? Da ist doch keiner, ne? Oh Gott. Oh Gott. Bleichmittel. Was? Wo hast du es hingelegt? Was ist das hier für ein Ort? Wo ist das Bleichmittel? Ich brauche Bleichmittel. Was ist das überhaupt für ein Ort? Wer sind sie? Ich sagte, ich brauche Bleichmittel. Bleib mal locker, Kollege. Noah? Kennen wir uns? Noah? Ja? Wach auf, wir sind da. Ach, wir sind da, du hast gesagt, du kannst das. Wach jetzt auf. Wach auf, Noah. Wir haben geträumt. Noah, wach auf. Hi, Dad. Mathe. Okay. Glaubst du immer noch, dass du das schaffst? Wie lange habe ich geschlafen? Völlig egal. Schaffst du das jetzt? Ich schaff das. Roy hat angerufen und meinte, die Schlüssel wären unter dem unechten Stein. Er sagte, es ist im Hinterhof. Und wie gesagt, lass die Türen verschlossen und öffne sie niemanden. Ich habe dich schon das erste Mal verstanden. Okay, dann bewegt... Ja, typisch Väter, ne? Okay, dann bewegt deinen Arsch. Ich hoffe, du weißt, dass ich das nur für die Snacks mache. Okay, ich... Tschüss, Papa! Ich hab dich auch lieb! Es war eine nette Gegend. Okay, wir müssen erstmal nach hinten. Der Schlüssel ist unterm unechten Stein. Hier kommen wir nicht durch. Ray war ein bisschen zu faul, um die Garage zu modellieren. Das ist der Entwickler. Finde ich aber cool, das mit reinzuschreiben. Ich musste den Schlüssel aus dem Hinterhof holen. Ah ja. Nee. Das soll kein unechter Stein sein. Haben wir eine Flashlight? Nein. Ein Blümchen. Oh Gott. Ich dachte gerade, da knurrt ein Hund. Ein Pool ist Wasser. Okay. Ja, hallo, wer bist du denn? Wer bist du denn? Na, du? Ja. Wer ist ein Feiner? Ja, wer ist ein Feiner? Ja, komm mal her. Ja, ein guter Junge bist du, ne? Okay, der Hund heißt Boy. Der hat so dezente Atemprobleme. Aber der scheint auch schon älter zu sein. Aber der schnellste ist er nicht mehr. Hier haben wir noch ein paar Blümchen. Hä? Ein unechter Stein. Wieso ist oben rechts die ganze Zeit dieses Mathebuch?
Welcher Stein? Ich hätte jetzt gedacht, das hier ist ein unechter Stein, der hier so rumliegt. Der unechte Stein war an der alten Hundehütte. Ach hier! Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Genau. Falscher Stein, Schlüssel. Okay, lass die Türen verschlossen, aber wir können sie nicht abschließen. Okay, wir können Kühlschrank aufmachen. Ich musste pinkeln. Pinkeln? Okay, wir gehen mal gucken, wo die Toilette ist. Do not disturb for any reason. Ich kann kein Englisch. Oh cool, da hat ja ein richtiges Studio hier drin. Nice. Das ist cool. Hier haben wir das Wohnzimmer. Ah, ich musste wirklich dringend pinkeln. Ja. Wir müssen erstmal gucken, wo wir hier hinstrullern. Really? Das Spiel wird von, also von Episode zu Episode wird das Spiel irgendwie komplexer. Oh nein, huch, ach, oh mein Gott, oh. Ein Glück muss ich hier nicht sauber machen. Hoppala. Alles daneben. Oh, das Spiel wird immer komplexer, das ist ja geil. Ja, spülen kann ich nicht? Doch. Wir haben eine Message bekommen. Oh, oh, oh. Irgendwann bin ich mit dem Spiel überfordert, weil es einfach zu komplex geworden ist. So, wir haben zwei Chats, die wir lesen können. Fangen wir einmal links an. Evelyn Cooper. Diese Schule ist voller Arschlöcher. Ich weiß, aber ich denke nicht, dass du ein Arschloch bist. Ich denke auch nicht, dass du eins bist. Ich... Hallo? Ich rufe dich später an. Geh ran. Ich wünschte wirklich, du könntest heute Abend kommen. Ich auch. Was man nicht tut, um seinen alten Herrn bei Laune zu halten. Du weißt, dass ich kein gutes Kind zu ihm war. Wenn dein Vater dich nicht für ein gutes Kind hält, will ich gar nicht wissen, was meiner über mich denkt, Roffel. Roffel. Ey, das springt hier über oben. Ich denke nur... Wir sind noch links. Ich denke nur, dass ich ihn... mit Kara wirklich enttäuscht habe. Nicht schon wieder, Noah. Du musst aufhören, dich deswegen zu quälen. Warte, hat diese Bitch dich schon wieder angerufen? Ich komme mir einfach immer noch so dumm vor. Es war nicht deine Schuld. Punkt. Wie auch... Das, Alter, das fuckt ja richtig ab. Wie auch immer, du hast hier einiges wieder gut zu machen. The Grudge nächstes Wochenende? Zwinker, zwinker. 100%, 100%, zwinker, zwinker. Welches Smiley-Herz? Herz. Dieses kleine Baby. Ich bin ehrlich gesagt neidisch auf Ava, Roffel. I know. Hatte einfach den komischsten Traum ever. So, aber da ging es dann auch nicht mehr weiter. Und jetzt haben wir noch Roy Carson. Danke, dass du den Job übernommen hast, Junge. Ich weiß... Ach, das ist Mathebuch. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Tut mir leid, dass ich schon so früh gegangen bin. Mr. Carson? Mein Fehler. Ich heiße Roy. Habe deine Nummer von Walter. Die Arbeit hier macht mir wirklich zu schaffen. Oh, kein Problem, Mr. Carson. Es war mir ein Vergnügen. Haha, er ist mein Vater. Ich hätte um niemanden gefragt, wenn es nicht um Zecke gehen würde. Zecke? Der Junge war in letzter Zeit etwas krank. Oh, ich kümmere mich um ihn und das Haus. Jetzt, wo ich hier bin, müssen Sie sich keine Sorgen machen, Mr. Carson. Du bist ein Lebensretter, Junge. Da wir gerade von ihm sprechen, ich wollte dich daran erinnern, dass es Zeit für sein... Wenn du ihm sein Hundefutter aus dem Keller holen könntest, ich kümmere. Den Keller habe ich ja schon gefunden, aber da muss es auch einen simpleren Weg geben.
Der Keller war etwas dunkel. Etwas? Alter, das ist ja dark as fuck. Roy Carson. Fast hätte ich es vergessen. Ich möchte mich für die Lichter im Keller entschuldigen. Du kannst die Taschenlampe vom Lagerraum im Obergeschoss holen. Well, ich würde vorschlagen, das tun wir, weil so finden wir das Hundefutter nie. Obergeschoss? Ah. Ist aber verwinkelt gebaut hier, ne? Mir fällt auf, wie viel größer dieses Haus verglichen mit unserem ist. Okay, eine Taschenlampe. Lichtschalter, den wir nicht betätigen. Weil wir hier uns eh nicht auskennen und wir wollen nicht unnötig Strom verbrauchen. Badezimmer. Alter, wie viele Räume dieses Zimmer, dieses Haus hat. Finde ich mega geil. Heizen möchte ich das heutzutage nicht alles. Mr. Carstens Schlafzimmer hatte diesen seltsamen Geruch von nassen Klamotten. Hm. Von hier konnte ich das nicht öffnen. Mr. Carstens Büro sah wie ein guter Ort zum Arbeiten aus. Hat er uns gesagt, in welchem Zimmer? Lagerraum. Siehst du, da waren wir doch schon. Aber wir können ja trotzdem einmal so ein bisschen durchgucken. Hier haben wir noch den Wäscheraum. Alter, der hat einen eigenen Waschraum. Nice. Okay, der Lagerraum ist hier vorne. Ich bräuchte mal eine Taschenlampe, um die Taschenlampe zu finden. Aha! Jetzt habe ich eine Taschenlampe, um die Taschenlampe zu finden. Okay, einmal durchs Studio, weil wir absolut unsinnige Wege gehen. Hundefutter. Es ist trotzdem so dunkel, ne? Gleich gehen wir hoch und der Hund ist weg. Am Zaun aufgehangen. Hm, wie sieht denn das Dogfood aus? Farbe. Ein paar Kisten. Kiste. Pinkelwanne. Bettpfanne. Ah, hier. Das sieht doch aus wie... Ist das Hundefutter? Buba? Dogfood. Aber das ist es nicht. Ah, wir nehmen das Dosenfutter. Ah, okay. Das Buba-Dosenfutter. Das Gute. Aus dem Discounter. Okay. Muss ich das öffnen? Hier ist ein Dosenöffner auf jeden Fall. Ah. Auf dem Teller? Hm. Woraus ist denn dieses noble Tier? Schale? Topf? Oh. Gott. Hm. Der Hund.
Wo bist du, Kleiner? Ah, er liegt im Körbchen. Guck mal, wir haben das gute Bubba-Futter. Hm? Ich musste es in die Hundeschüssel füllen. So. Der könnte ja auch den... Ja, ist mal mein Feiner, ne? Das ist der gute Bubba. Mit extra viel Rindfleisch. Ja, ja. Schweineherzen, alles drin. Alles, was du magst, kleiner Bubba. Boy. Gibt's hier eine Mülltonne? Oh Gott, ich bin ins Wasser gefallen. Okay, er ist jetzt am Essen. Hey Junge, hab von weiter gehört, dass du dich mit Computern auskennst. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Mein Computer macht in letzter Zeit Probleme und mein ganzes Sicherheitssystem ist daran gebunden. Sie haben ein ganzes Sicherheitssetup hier? So, der kleine Boy ist ja am Essen. Wir bringen das hier noch schnell im Müll. Das ist ja nicht so eine Schlampe wie der Carson, ne? Der da... Ist die Tür aufgelassen? Es ist jetzt halt ein bisschen blöd, wenn ich alle Türen auflasse. Ich sehe ja nicht, was hier los ist. Ich würde doch gern wissen, ob hier denn wieder einer einbricht quasi. Oder ob das Haus vielleicht verflucht ist. Oh Gott, habe ich mich erschrocken, weil die Tür auf ist. So. Ganz unauffällig. Das sind Blumen, ne? Okay, wir sollen auf jeden Fall ins Arbeitszimmer gehen. Ich würde die Taschenlampe gern mitnehmen. Jetzt finde ich diese blöde Treppe wieder nicht. Hier, in der Stube. So, und das Arbeitszimmer war ganz hinten, ne? Ich muss mal hier... So. Da komme ich nicht rein. Okay. So, was dürfen wir denn machen? Ich habe jede Menge teures Zeug hier rumliegen und will nicht, dass etwas passiert. Ja, ich verstehe. Ich werde mich mit dem Computer mal ansehen. Ich werde mir den Computer mal ansehen. Danke, Kleiner. Ja, ist doch kein Thema, ne? Da sind wir ja... Ich weiß noch, dass ich in dieser Nacht an Differential- und Integralrechnung saß. Miau, miau? Wie hieß die Katze? Ale Carson 5387. Okay. Ale Carson 5387. Welcome. Ja, das Sicherheitssystem haben wir gehackt. Aber er hat mir ja gar nicht gesagt, was sein Problem ist an dem Rechner. Was ist ein Eck? The system has encountered a critical error. Okay. Hier auch. Get full protection. Ja klar, immer downloaden. Aha. Ja, gut, wir holen uns ein Antivirus. Das hat der nicht hingekriegt. Das ist echt nicht so befangen mit Computern, ne? Dann führen wir gleich einmal einen Scan durch. Jetzt werde ich aber langsam so ein bisschen... Jetzt müsste es ja langsam losgehen, ne? Jetzt werde ich auch ein bisschen nervös.
Trojoske. Ein Trojaner namens Trojoske. So, das wäre erledigt. Hä? Okay, wir kriegen das Fenster nicht mehr zu. Antivirus. Und jetzt können wir auf eine zugreifen. Oh, bestimmt sehe ich jetzt hier irgendwas, ne? Auf den blöden Überwachungskameras, oder? Wir müssen auch immer auf die Fenster achten. Ach, das ist der Keller. Nachtmodus. Oh, cool. Das ist natürlich praktisch, da sehen wir ja alles. Hier, der Gute ist immer noch am Futtern. Ein süßer Hund. So, nur gucken, dass wir hier nichts übersehen. Ist alles ruhig soweit, ne? Aber die Übertragung ist nicht die beste. Also es flackert ja schon ganz schön, ne? Na, hier sehen wir so auf jeden Fall mehr. Ah, ich muss das jedes Mal neu anmachen. Cool, was haben wir denn sonst noch? Was ist Egg? Ah, okay. Guess the flag. Wollen wir ein Spiel spielen? Ne, ich denke, wir sind fertig, ne, mit dem Computer. So, Leertaste zum Aufstehen. Erzähl das. Oh. Fertig. Es war nur ein Trojaner. Ich empfehle Ihnen beim Download von Software darauf zu achten, dass Sie von Vertrauenswürdigen. Erzähl das lieber mein Kind. Aber danke. Wenn ich zurückkomme, gibt es ein ordentliches Trinkgeld für. Okay, ist ja auch schon wieder. Oh, worum ging es? Komisch, erinnert mich an Knochen mit Jeffrey letzte Nacht auf Kanal 10. Beziehungsweise müsste die Wiederholung jetzt laufen. Du musst dir die mit mir ansehen. Warte, da gibt es einen Fernseher? Ja, warte kurz. Okay, also wir gehen jetzt Fernsehen gucken. Ja, wir schauen mal. Mal gucken, was in der Glotze so läuft, ne? Hat der oben eigentlich auch einen Fernseher? Oh, ich dachte gerade, die Tür ist offen. Ich bin mir immer unsicher, ob ich das war. Ich weiß, ich habe das ganze Haus durchforstet, aber... Wie gesagt, ich bin mir unsicher, ob ich die Türen hinter mir schließe oder ob ich die aufgelassen habe. Ich mache hier mal überall zu. So, oh Gott, ah, verdammte Jalousie. So. Okay, hier ist alles zu. Ist ja jetzt auch ekelhaft, ne? Also wenn du weißt, hier soll was passieren und jetzt soll ich mit dem Rücken zum Raum sitzen. Es fängt an. Guckst du? Katzenfutter? Das ist mein Lieblingsgericht. Hehe. Voll creepy. Like a
Frittier das Katzenfutter. Jeffrey ist manchmal nur Jeffrey. Was will sie damit sagen? Jetzt muss ich hier die ganze Zeit den Kram gucken. Roy Carson. Ich glaube, du solltest lieber einsaufen gehen, bevor es draußen dunkel wird. Im Nachttisch meines Schlafzimmers liegt etwas Geld. So, Ranch, Strawberry Jelly, Choco Spread for Alec, Milk and Eggs, get Garden Peas, get Honey, Rice, get Horny. Rice, Ketchup, don't forget milk and eggs. Oh, ich bin dabei, Mr. Carson. Sorry, Eve, ich muss weg. Der Typ hängt mir gerade am Arsch. Will, dass ich mitten in der Nacht einkaufen gehe. Okay. Nein, dann verpasst du den besten Teil. Was für ein besten Teil? Das ist absolut creepy, was ich da gucken muss. Schlafzimmer? Nee, das nicht. Das hier, ne? Genau, das war sein Schlafzimmer. Draußen irgendwas zu sehen? Irgendwas Spektakuläres? Oh, ich dachte gerade, ich habe was gehört. Wo geht die Tür hin? Lol. Ein Ankleidezimmer. Lohnt sich bei den drei Sachen, die er hat, nicht, aber trotzdem cool. Okay, im Nachttisch ist etwas Geld. Na, sonst können wir nichts nehmen. Ja gut, dann gehen wir mal shoppen. Einkaufsliste abarbeiten. So. Carsten schon wieder. Für deine Mühe hole ich auch etwas für dich selbst. Geht aufs Haus. Ja, danke. Ich darf mir was für mich holen. Geht aufs Haus. Ich will ja gar nichts haben. Ich würde ja gar nicht losgehen. Du kannst das Fahrrad von Alec nehmen. Es steht vor der Garage. Das haben wir schon gesehen. Wieso diese Musik? Oh nein. Jetzt geht's los. Oder? Geht es jetzt los? Ist das der Hund, den ich höre? Ja, mal gut, dass ich ortskundig bin. Wir fahren mal hier lang. Oh, ein Auto? Und gar kein Licht am Fahrrad, ne? Ja, sorry, ist... Oh, Gottes Willen, ist nicht meins. Mir etwas peinlich zuzugeben, aber ich wusste zu der Zeit nicht mal, wie man Fahrrad fährt. So, WASD. Alles klar, das kriege ich hin. Hier, wir parken hier auf dem Parkplatz. So, warte, warte. So. Hoffentlich fährt da kein Auto rüber. Guten Abend. So, was war denn, was mussten wir nochmal holen? Also Ranch. Erdbeermarmelade. Ich brauche mal einen Korb, ne? So. Okay, Erdbeer, das sieht doch aus wie Erdbeermarmelade. Okay. Als nächstes haben wir noch
Was ist denn Ranch? Du kannst es halt auch nicht lesen, ne? 3,99. Das muss ich hier alles durchgucken. Ich kenne Ranch nicht. Geht aber gute Laune, wa? Instant WMS WMDS. Ranch. Oh, ich real life beim Einkaufen. Schokokop. Ups, fällt fast aus. Irgendwie ist die creepy. Schokospread. Für Alec. Und wenn man vom Teufel spricht. Turner und Annie? Alter, deine Freundin war hier. Sie ist gerade gegangen. Meine Freundin? Wie war ihr Name? Kara oder irgendwie so? Alter, ich hab dir gesagt, dass die sich nicht mehr daten. Oh ja, er kam so schnell mit dieser anderen zusammen. Ich hab das gar nicht realisiert. Hör nicht auf ihn, aber ehrlich, sie hat sich krass viele Drinks gekauft. Ich glaube, die schmeißt eine Party. Weißt du irgendwas davon? Bro, die sieht aus wie... Die sieht so viel älter aus ohne Make-up. Richtige MILF-Energy, Bruder. Boah, nee, ich glaube, die ist mehr so ein Goth. Goth-MILF-Energy. Wann wirst du erwachsen, Turner? Naja, was machst du sonst noch so heute? Pass auf das Haus von diesem Bar auf. Du meinst bei Alec? Er geht mit meiner Schwester zur Schule. Hab gehört, der Typ hat einen Schaden. Besonders seit sich seine Eltern getrennt haben. Solange ich Geld dafür kriege, bin ich dabei. Alles klar, Mann. Wir sehen uns dann am Montag in der Schule. Ja, bis dann, ne? Okay, meine Ex ist hier und der Typ, wo ich aufpasse, der hat einen Schaden. Er war in der Schule für seine miesen Streiche an den anderen Kindern bekannt. Ehrlich gesagt mochte ich ihn gar nicht, aber ich hab ihn auch nicht gehasst. Okay. Wir hatten einfach einen anderen Vibe. Creepy. Ich brauche noch Erbsen, Gartenerbsen. Oder? War noch Peas? Ja, Garden Peas. Milch, Eier. Ich habe hier nochmal Bubba Dog Food. Das war Schokospread for Alec. Ist das so eine Art Cornflakes? Vielleicht die Schokocops? Das wären jetzt die einzigen Schoko, die mir einfallen. Rice. Milch? Eier. Ah. Die guten Bio-Eier. Immerhin das. Dann haben wir hier noch... Was ist denn das hier alles? Pralinen? Ich kann das alles nicht lesen. Pet-Pet. Das gute alte Pet-Pet für Katzen. Milch. Okay. Die haben wir schon mal. Aber Erbsen? Was denn für Erbsen? Die Gurke vielleicht? Jetzt habe ich eine Zitrone eingepackt. Egal, ich durfte mir ja auch was Süßes mitnehmen. Ey, Kleiner, arbeitest du hier? Nein. Ah, okay, Junge. Was ist denn? Mein Sohn mag Senf. Ich bin hergekommen, um Senf zu kaufen, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Wissen Sie, wo er ist? Ich glaube, der Senf ist ausverkauft. Ich glaube, der Senf ist ausverkauft. Ach, was? Kein Wunder, dass ich hier nichts finden konnte. Vielen Dank, Kleiner. Immer wieder gern. Immer wieder gern.
Ich helfe doch, wo ich kann. Hm? Aber die Erbsen, ist das eine Dose? Das. Ah! Erbsen. Gartenerbsen. Okay, jetzt müssen wir noch. Ich habe immer noch kein Ranch. Ich habe noch kein Honig. Reis, Ketchup. Und diese komischen Schoko-Spread for Alex. Ich könnte mir vorstellen, dass das diese Schoko-Cops sind. Ketchup? Ach, Mayonnaise ist das. Ups, jetzt habe ich zweimal Ketchup. Verdammt. Nee, egal, ich durfte mir was Süßes mitnehmen. Das ist zum Schlabbern, zum Trinken. So, den Tommy-Reis, der ist da hinten irgendwo. Wo war der hier, ne? So, den haben wir und... Was fehlt hier? Jetzt ist nur noch diese Schokodings, ne? Und Honig. Honig und Schokospread. Schokospread. What the fuck, ey? Currysoße. Das ist ja auch kein Honig. Honig. Was soll denn dieses komische Schokospread sein? Holy Molies. They're brown. Okay. Holy Molies. They're brown. Hm. Ich krieg das nicht. Ich nehme jetzt diese Schokodings mit, da diese Pops. Schokokop. So, muss er mit zurechtkommen. Ich kann ja noch einmal gucken, was ist das hier? Das ist Spready. Okay. Klar, Alkohol darf ich nicht nehmen. Okay, aber Reiniger. Ja gut, wir gucken mal. Wir gehen mal zur Kasse. Ich kann dich nicht einmal sehen. Ja und? Soll ich dir das abziehen? Ah, wow. Warte, ich muss hier alles... Das wollen wir haben. Das. Das, das. Den eigentlich nicht. Ich lege hier erstmal alles hin. So, warte mal. Die Erbsen auf jeden Fall. Die hätte ich gerne. Das kommt auch noch mit dazu. Warum was? Den könnt ihr hier wieder einsortieren. Den brauche ich nicht. Die Chips habe ich nicht dazu genommen. 6 April. Oh, Zigaretten auch nicht. Genau, das alles. Also, das, das, nein, einen Moment, das da, die Eier, die Mayonnaise, Ketchup, Milch und ich glaube, das war's, ne? Soll ich dir das abziehen? Mir fehlten immer noch einige Sachen von Mr. Carlsons Liste. Was fehlt mir denn? Ich habe den Honig, ich habe die
Milch, die Eier. Ich habe die Erbsen, den Reis, den Ketchup. Vergiss Milch und Eier nicht, hat er doppelt aufgeschrieben. Da muss das das Schokospread sein, ne? Was ich nicht habe. Also nicht Schokokop. Schokospreads. Ich kann das nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ja, wir wollen jetzt erstmal so eine halbe Stunde hier einkaufen gehen in diesen Kackladen. Weil schlecht sortiert alles. Ich komme ja den blöden Mob nicht vorbei. Das ist es nicht. Das ist Reiniger. Dem wollen wir auch nicht. Reis. Reis. Spaghetti. Wir hätten hier noch Langkornreis. Ist derselbe. Jetzt schiebt die nächste Katze ran, dadurch kriege ich eins zu viel. Tomaten? Kann dieser komische Alex sich seinen Scheiß nicht selber holen da? Wir mögen den doch eigentlich gar nicht. Jetzt mit echten Früchten. Unique. Die beiden Idioten stehen auch nur im Weg, ne? Die gehen nicht einen Meter zur Seite. Was ist das denn hier? Knollys. Ghost bread with... Erdnüsse? Ist auch noch Gardens Food. Vielleicht waren es auch die falschen Erbsen? Weg da. Sozialfreundlich war ich schon immer. Soll ich dir das abziehen? Mir fehlten immer noch einige Sachen von Mr. Carlsons Liste. Ja, leck's mich doch am Arsch. Was fehlt uns denn noch? Hier, ich stelle das mal hier alles ab, ne? So. Also, wir brauchen diese komischen Schokospreads. Das habe ich halt noch nirgendwo gelesen. Ich bin so blind, ey. Bestimmt schon 10-mal dran vorbeigelaufen. Nein, nein, nein. Instant Chicken. Beef. Bier. Was zum Geier ist Schokospread? Und wer ist Alec? Ist doch der Junge. Der nicht alle, der die ganzen Streiche spielt, ja? Den keiner leiden kann. Hier irgendwo? Ist das so eine Art Joghurt oder? Norwegischer Schinken? Ich habe keinen Plan. Jetzt muss ich mir hier alles durchlesen. Oh, das tut mir so leid, ne? Also für jeden, der zuguckt, das tut mir so leid, dass wir hier so lange einkaufen. Was ist denn das hier? Pet. Okay, das war... Nee, warte, ist es? Nee. Für gute Jungs und Mädchen. So, was sind das hier? Kartoffelpüree. Nudeln. Reis. Basmati-Reis. So, das ist, den haben wir schon eingepackt. Das ist Geschirrreiniger, den brauchen wir nicht. Hier haben wir nochmal Reis. Basmati und das ist auch Onkel Toms. Hier haben wir noch Reiniger. Was ist das? Ricey Spicy Chicken? Nein. Das kann ich gar nicht lesen. Mein Sabbel.
Okay, Meister Propper. Vanish. Können wir nicht lesen. WC. Das ist einfach nur Toilettenpapier. Vielleicht hier so ein Duschgel. Jean-Louis Ludovic. Mit Mango. Late de Coco. Aber das ist auch nicht, ne? Toilettenpapier. Ob der Dollar angepisst ist, dass wir uns hier einmal so durch den ganzen Laden hier fummeln? Kokosnussmilch. Sweet Course. Ich frag mich, wer das alles aufräumen muss. Ich kann es mir aber auch nicht genau angucken, ne? Gartenerbsen steht ja drauf. Also Garden Peas. Hurricane. Okay, nee, das nicht. So, Chili Original und was ist das hier? Kann ich nicht lesen. Ranch? Stand da Ranch? Tortilla. Oder ich habe irgendwas anderes falsch. Kakaopulver oder so? Keine Ahnung, was das ist. Nee. Nein, das hatten wir schon. Chili. Ich konnte nicht aufhören. Was stand denn da eben? Schade, ich dachte, der Text kommt nochmal. Spready. Können wir nicht sagen, das gab's nicht mehr? Mensch, weiß er doch nicht. Der ist doch gar nicht da. Ist alles so Cappuccino, ne? Kann doch hier jetzt nicht eine Stunde einkaufen gehen und irgendeinen Scheiß suchen. Ach, dieser Scheißwischmopp. Unique. Hier waren wir doch schon. Was ist das? Thunfisch. Hier, nimm mal ein bisschen Fisch. Entschuldigung. Warum? Bin gefrustet. Ich finde nicht, was ich suche. Was versuchst du zu tun, Noah? Die juckt's nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wonach er mich gefragt hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, Mr. Carsten irgendetwas gekauft zu haben, wonach er nicht gefragt hat. Kann ich dir die Einkaufsliste geben? Geht das? Hier. Hey, du benutzt einen Boah. So. Also, die Marmelade. Garden Peas. Steht ja hier drauf, ne? Den Ketchup, die Eier, die Milch. Die Mayo ist hinterm Tresen gefallen. So. Und eigentlich ist das einzige mit Schoko. Mehr finde ich nicht. Hast du irgendeine Stückzahl nicht, oder? Boah, Junge. Deine Mühe, bla bla bla, danke. Also, wir haben den Ranch. Wir haben diese dämliche Kackmarmelade. Wir haben irgendeinen Schoko-Scheiß. Schoko-Cornflakes. Wir haben Milch und Eier. Wir haben die Gartenerbsen. Wir haben Honig. Habe ich Honig? Wo war denn hier Honig? War doch hier vorne irgendwo, ne? Das war Currysoße und hier Honig.
So, warte, wir gucken nochmal. Geht immer noch was. Hm. Good Boys. Senf. Ist es vielleicht, hab ich vielleicht den falschen? Das ist doch Tommys, ne? Nee, Onkel Tonys. Und wir wollen... Aber da steht doch nur Tonys. Ah ja, Onkel Tonys. Hm. Ach, was weiß ich, ey. Mach mich hier nicht schwach. Ich find's nicht. Ja, ja, zieh's mir einfach ab und den Rest... Nein. Ich suche das jetzt mal in Ruhe, damit wir hier nicht 3 Stunden einkaufen gehen, ja? Wir sehen uns gleich. Google sei Dank, ja? Brotaufstrich wäre es gewesen. Soll ich dir das abziehen? Ja, bitte. Tu es einfach. Vielen Dank für deinen Einkauf bei Knacks. Schönen Tag noch. Ich komme hier nie wieder her, das sage ich dir gleich. Ein Drecksladen. Lass mich schon wieder Fahrrad fahren. Und jetzt einhändig, oder was? Oh, ich leg's auf den Schoß. Ich wusste doch schon vorhin nicht, wie man Fahrrad fährt. So. Aber wir fahren wieder ohne Licht auf der Straße. Ist besser, denn leuchten uns die Laternen besser an. So. Das Einkaufen hat mich jetzt richtig runtergeholt. Ne? Also die Spannung ist raus. Muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt kommen wir ja wieder zurück zum Haus.